Macht das eigentlich ein Geräusch, das Schieben? Nee. Zubat. Moment. Nein. Da kommst du nicht dran. Oben kommst du auch nicht lang, du musst unten durch die... Nee. Nein. Doch. Niemals. Meine Apparate. Meine Zubat. Meine Zubat. Verdammt nochmal. Jetzt habe ich mal extra auffällig ein bisschen wieder auf die Tastatur gehämmert. Natürlich. Super Schutz. Super. Die ist total toll. Super. Total super. Super Schutz. Super. Frei, frei, ich bin frei. Ich lass die Deppen jetzt krepieren. Naja, du geht halt die ganze Welt zugrunde. Ist schon in Ordnung. Zu graudern. Muhaha. Oh. Der war schwach, ja. Wie viel wetten wir, dass wir gleich Arceus und Graudon beim Poppen erwischen? Alter. Was ist kaputt bei dir? Ich weiß nicht, es ist spät. Und ich bin traurig. Was hast du erlitten? Ich war zu viel im Internet. Ja, definitiv. Willkommen. Achso, die Welt geht unter, aber kauf ruhig mal was. Ja. Kein Problem. Gut, ich könnte auch gleich plündern wahrscheinlich. Dass die noch nicht geflohen sind. Die Welt geht unter, gib mir gefälligst umsonst ein Zeug. Wer bin ich denn? Nee. Ja, genau, Facial City, ne? Wie oft du das gesagt hast. Oh Mann. Ich bitte du dich. Du sagst, ich bin der mit dem kranken Verstand. Was sollst du da anderes lesen? Fetial. Fötus City, ja, okay. Fötus City. Auf dem Weg nach Fötus City. Genau, lass uns ein paar windkontrollierende, schwebende Fötusse mit einer Elektronenkanone abschießen, sag ich dazu mal. Auf dem Weg nach Fascial City. Nach Fascial City. Oder Sperma fließt wie Wein. Ich kann nicht Französisch. Oh Mann. Das ist gut für dich. Ich mir auch so gedacht. Das ist immer gut zu wissen. Ja, hab ich auch zu ihr gesagt. So. Hey, Arceus! Da ist ein Bug oder Glitch oder Virus oder whatever. Sonst was Vieh, das uns alle löschen wird. Kümmer dich mal drum. Pff, ich bin Gott. Gib Gandalf deinen Ring. Richtig. Verpiss dich, Gandalf. Ich bin Gott. Ich kann nicht gelöscht werden. Ah, dieses Pokémon wird die gesamte Welt vernichten. Mir doch egal. Oh, ich halte neu, was soll's. Richtig, so ungefähr. Wenn ihr so ein Pokémon erschafft, müsst ihr auch die Folgen ausbaden. Dann werde ich dich eben fangen. Dadurch musst du meinen Befehlen gehorchen. Ja, versuch das mal. Hey, mit dem Meisterball geht das ganz einfach. Oh nein. Nicht in diesem Spiel. Es ist nicht von Game Freak oder Nintendo. Hier kann man Gott nicht so einfach versklaven. Pass auf, ich kenne deine Schwachstelle. Ich werde mit einem Carbador wiederkommen. Fuck. Shit, er hat recht. Jetzt musst du mit einem Carbador wiederkommen. Ist die Frage, wo kriege ich einen Carbador her? Die Frage ist, musst du selbstständig eins fangen oder musst du nur den Typen finden? Das ist die... Genau. Aber ich meine mal, deswegen habe ich den scheiß Meteoriten noch. Dass ich das tauschen kann. Vielleicht will er wieder eine Zeitreise machen. Ich gebe ihm das, er gibt mir das Carbador. Weil er vielleicht gemerkt hat, dass es völlig nutzlos ist. Wenn das sich gleich als richtig rausstellt. Dann. Warum gibt es in diesem Spiel eigentlich kein Fluchtseil? Das ist allerdings eine sehr gute Frage, die ich dir nicht beantworten werde. Das ist denn zufällig kenne ich die Antwort. Aber ich werde sie dir nicht verraten. Ich meine, man hätte nur das Scripting für Beam einfügen müssen. Das ist sogar vergleichsweise einfach. Richtig, keine Ahnung. Ich habe mich ja mit Mega nie beschäftigt. Du brauchst im Prinzip nur für jeden Ort, den du betreten kannst, eine Variable setzen und je nachdem, welche Variable gerade aktiv ist, auf welchem Wert die Variable gerade steht, dann beamt er dich woanders hin. Das ist tatsächlich erstaunlich einfach. So, finden wir den Typen. Zuerst getroffen haben wir ihn. Unten bei Dingens. Taubo. Zuletzt hatten wir ihn ja hier getroffen, aber zuerst eben da in Seeblatt City. Das war ja schließlich der Professor. Zweifelsfall fragst du einfach Misty. Ist er schon wieder da? Oh Gott.
Ah, ist richtig. Verrückt. Du. Achso. Karpador wird dich vernichten. Nein, Karpador wird mitkommen und helfen. Du, oh, magst du, ist da auch Karpador? Ja natürlich. Das sind unheimlich nützliche, essbare Pokémon. Auf Toastbrot mit viel Mayo. Wie, kein Mayo. Meerrettich. Ich mag deine Einstellung. Hier, ich schenke dir eins. Ich habe 95.000 davon gezüchtet. Ja, wahrscheinlich so in einem Teich hinterm Haus. Aber du musst versprechen, es nicht zu entwickeln. Lustig wäre, was passiert, wenn du es jetzt entwickelst. Hey, wieso steckst du das Karpador in deinen Beutel? Wer will denn bitte mit einem Karpador kämpfen? Das Vieh kann nichts, deshalb hat es auch nichts in meinem Team zu suchen. Cool, Karpador als Item. Karpador, ja. Halt die Schnauze. Wo ist es denn eigentlich hin? Karpador möchte platschen, da ist es Karpador. Das nutzlose Götter schlecht. Gibt es in Gold oder Rot? Das stimmt, ein goldenes Karpador sieht tatsächlich erstaunlich geil aus, muss ich ja zugeben. Ja, das kenne ich sogar. Ich hatte jetzt mehr an die goldknusprige Röstung gedacht. Lecker. Ein Hin und Her. Das grande Final. Wenn nur das Shiny Gyarados nicht so scheiße aussehen würde. Aber ich habe heute festgestellt, dass ein Mega-Gengar in Shiny total geil aussieht. Eine Mega-Entwicklung und dann noch Shiny. Ja. So. Ich habe ja ein Shiny Nebula gezüchtet. Ja, war Glück. Ich gebe es ehrlich zu, ich züchte nicht auf Shiny. Aber ich habe zufällig kam bei meiner Züchtung meines Lieblings-Pokémons ein Shiny raus und habe ich gesagt, okay, nehme ich doch gern. Hättest du dann auch alle gute Werte gehabt? Nicht ganz, aber die wichtigen hatte es. Es hätte die Death-Werte noch hoch haben können, aber es hatte die wichtigen, die es braucht. Dass es gerade so durchkommt und nicht gleich wieder in den Vernichter. Ja, Gengar ist doch sowieso ein... Schredder. Der muss ordentlich durchziehen. Der darf nicht auf die Fresse kriegen. So, jetzt bist du dran. Los, Karpador. Platscher. Nicht schon wieder. Hey du, lass mein Kumpel in Ruhe, sonst mache ich die Säulen wieder kälter. Ist mir egal. Ist mir völlig egal, ich muss ja dort nicht wohnen. Klack. Kios wurde auf die Box transferiert. Na danke, mit wem soll ich jetzt pokern? Mit dem Karpador. Hör auf! Nimm das Karpador, da gewinnst du bestimmt. Ich sollte aufhören, die Zeit vorher zu sein. Ja. Achso, mehr kommt da nicht, schade. Lassen wir das. Dann holen wir jetzt auch Chaos. Es ist auf deiner Box. Es ist auf meiner Box. Es lässt sich nicht nur fangen und versklaven, sondern sogar einfach als Datenwert einstampfen, komprimieren. Es kann gar nicht so göttlich sein. Nun stellt man sich die Frage, kann man Arceus dann auch streicheln? Und mitspielen? Und was denkt Arceus sich dann? Fühlt er sich dann verarscht? Arceus Reiter auf. Streichelt zu mit Arceus, ja. Dafür habe ich es gefangen. Einfach nur, um ein Streichel zu öffnen. Ich bin ja für ein neues Pokémon Snap mit allen Pokémon. Mhm. Aufgabe 1. Fotografiere alle Pokémon. Aufgabe 1. Fotografiere Arceus. Arceus erscheint jetzt, wenn du alle Pokémon fotografiert hast. Moment. Und zwar in höchster Punktzahl, die möglich ist. Yay. Kann Arceus wenigstens auch fliegen lernen? es ist ein Shiny Arceus. Obwohl, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ein Shiny Arceus aussieht. Ich wollte gerade sagen, woher weißt du das? Na komm. Aber es hat doch normalerweise doch diese Dinger um ihn herum gelb. Mhm. Keine Ahnung. Arceus, auch bekannt als das Arcdeus. Oh Gott. Oh. Ist das Gott-Pokémon? Es gibt jedoch ein Gerücht, es habe eine Schwäche gegenüber Karpador-Fleisch. Nom 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 nom. Nomi nomi nom. Nomi nomi nom nom nom. Nomi nom 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 nom. So, die Preisfrage. Wie kann es überhaupt ein Shiny Arceus geben, wenn es nur eins davon gibt? Das ist hochgradig unlogisch. Nicht in diesem Spiel. Es ist das göttlichste aller Göttlichen. Das sind alles Paralleluniversen. Das darf ich nie vergessen. Hier spricht Gott. Und hier spricht nochmal Gott. Hier spricht er über Gott. Hey, Moment, Gott ist in der Leitung. So, die Frage ist eigentlich, möchtest du das Grande Finale miterleben? Oh mein Gott. Falls es das ist, oder wollen wir hier einen Break machen? Ich hab keine Ahnung, entscheid du. Ich frag nicht umsonst.
Ich würde sagen, ich will, wenn du jetzt das Arceus benutzt und es dann zu Ende ist, dann mache ich das noch mit. Wenn aber jetzt, nachdem du das Arceus quasi benutzt hast, irgendwas. Dann gehst du ja, fünf Minuten weiter, ich sehe es. Genau, dann bin ich weg. Und ich sehe gerade, ein Shiny Arceus ist golden. Das ist gruselig. Warum ist das gruselig? Ich weiß nicht. Ach so, einfach mal ohne Sinn. Okay. Why not? Gold ist so ein weiches Element. Mein Penis ist aus Gold. What the fuck? Muss ich jetzt im Endeffekt aufhören, wie ich angefangen habe? What the fuck? Ja. What the fuck? What the Fopsy? Dafür steht WTF. What the Fopsy, richtig. Wieso gehst du jetzt den komplizierteren Weg und wieso schiebst du Vayner Mitte die Dornig? Ich dachte schon. Hat er schon Angst? Soll ich ihn mal nach links schieben? Ja, kann ich ja eh mal. Das wäre egal. Merke ich auch gerade. Nur mein Kopf war es witziger. Tja, manchmal ist man einfach so lustig. Oder auch nicht. Ich will die Zeit strecken, weißt du doch. Immer. So wie Fleckmann. So wie Zubat. Oh mein Gott, Zubat ist auch ein super Zeitverschwender. Tevis. Halt. Ein Kampf. Ein wildes Messingno erscheint. Es ist nur Level 40. Viel lustiger wäre, wenn du das jetzt plötzlich mit allen anderen besiegst. Und du Arceus gar nicht brauchst. So irgendwie so. Messingno schläft tief und fest. Aber du hast keinen Schaden gemacht, kann das sein? Keine Wirkung. Yay. Oh, Level 40. Warte mal, ich will mal auf Status gucken. Typ unbekannt. Alle Werte auf 111. Genesung. Urteilskraft. Urteilskraft ist, glaube ich, seine Dingensattacke. Wow. Cosmic. Ah, Verteidigung von Arceus steigt, Spezialverteidigung. Genau so weit war das. Nein. Vergiftetes Arceus, das Mist. Bestimmt kann man singen, aber du kannst Heilung benutzen, um mich vergift zu heilen. Nur erstmal. Zur Not habe ich noch Beleber. Himmelsfeger, natürlich. So, das jetzt ist dein Arceus leider tot. Das gute Arceus ist leider tot. Wir nehmen wieder dieser Knosp. Dieses unglaublich spannende Finale, ich kann gar nicht hingucken. Ich sollte vielleicht einfach nur Arceus wiederbeleben. Wäre eine Idee, ja. Das ist so ein Top-Beleber, meine ich, oder? Weiter unten? Oder auch nicht. Solltest du aber Arceus auf jeden Fall noch heilen. Ja. Ja doch, da stimme ich dir durchaus zu. Ich bin der Meinung, dass du eine richtige Meinung hast. Jojo, schon völlig korrekt. Na klar. Jetzt hättest du fast wieder angegriffen. Giftpuder, who cares? Surfer. Okay. Das macht sau viel Schaden. Aber gut, dafür ist die Arceus. Jetzt mit Urteilskraft das Auge gewonnen. Yay. Tada. 2011. Jo. Und die Welt regenerierte sich. Oder so. Oder du bist komplett zerstört. Arceus hat sich gesagt, naja, wenn wir schon dabei sind. Genau. Geht und wo wir da sind. Die Löschung ist gestoppt. Scheint, als hätte Arceus uns gerettet. Nein, das ist sie. Die Löschung ist gestoppt. Scheint, als hätte Arceus uns gerettet. Das bist du. Achso. Ja, und ihr habt uns alle fast ausradiert. Ich bin schon wieder in der falschen Stimme, glaube ich. Aber egal. Ich ändere meine Stimme so gerne. Diese Trainerin mit roter Kleidung hat das Buchstaben-Pokémon zu früh befreit. Wir konnten das Pokémon nicht fertigstellen. Sie ist schuld. Sie sollte sterben. Jetzt gar nicht erst. Ihr hättet gar nicht erst versuchen dürfen, Pokémon zu erschaffen. So schaffe! Vermutlich hast du recht. Ich denke, wir werden uns neu orientieren. Neue Planungen so. Was denn zum Beispiel?
Vielleicht vereinigen wir uns mit dem Team Rocket und züchten Urmel. Sofern das jetzt nicht auch als Erschaffung von Pokémon gilt. Nein, das ist okay. Geht Urmel züchten. Jo, so no what? Scheint, als werde ich hier auch nicht mehr gebraucht. Nicht, dass ich jemals gebraucht worden wäre. Da habe ich wohl eine reife Leistung vollbracht. Ich bin sehr stolz auf mich selber. Was? Du hast gar nichts gemacht! Ach ja? Das meinst du. Und geh nach diesen Worten, ja. Vor allem geht der ins Nichts. Ist nach unten nicht nach unten oder war dann nach unten? Doch, da kam man ja die Höhle. Ach so. Das Problem ist, was gibt es jetzt noch zu tun? Nichts, denn ich habe die Welt gerettet. Das ist eine sehr gute... Wow. Es gibt doch ein Zuber zu entdecken. Yay! Wichtig. Hauptsache, ich habe Chaos, ne? Natürlich. Was denkst du denn? Stimmt, du hättest die Treppe runtergehen müssen. Wie wär's mal mit einem Top-Schutz? Mm. Oder Superschutz? Oder was auch immer du für einen Schutz hast. Links, rechts, geradeaus, Schutz, irgendwie soweit. Links, rechts, vorne, ein Panda. So. Top-Schutz. Wo hätte die Tür rechts war nur zu Items gewesen, ne? An der nee, da stand von die Rockets, aber ich glaube, das war auch nicht kürzer. Ja. Hey, Neuling. Oh. Du solltest diesen Typ besser aufhalten. Hä? Geh doch mal hoch. Ha, da hat er einen Fehler gemacht. G-Maker-Bug, der hat irgendwas falsch zurückgesetzt. So, das war hier runter. Alles klar, so, dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch irgendwie was zu archivieren gilt. Ne, komm schon, mach. Ich frag mich ja gerade hauptsächlich noch, ob, Mike, wo du hin musst überhaupt. Hä? Wo du überhaupt hin musst, frage ich mich gerade. Das ist die größte Frage, ja. Ob Mike wieder aufersteht? Natürlich. Was denn sonst? Was für eine blöde Frage. Das wäre lustig gewesen auf die letzten Meter noch. Sag es ruhig. Befallen sich alle so normal, das ist gruselig. Gibt's denn hier draußen noch was? Offenbar nicht. Dann werden wir mal noch in den... Nee. Einfach wieder nach Knobloch City oder wie sie heißt. Genau. Knoblochheim zum Professor. Na, 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 na. Stimmt, bin ich eigentlich rechts immer durchgegangen? Guck mal, ich bin ein Pokémon. Guck mal, ich bin ein Pokémon. Eiche, Eiche, Eich. Ich bin ein Eichmann. Oh Mann. Nein, halt, Moment. Eigentlich bin ich jetzt wieder ein Eichmann. Eichemon. Wo kommt dieses E auf einmal her? Hast du den Hut gezaubert? Wird nicht, ich hab mehr Steine als du. Was? Hä? So völlig random. Siehst du meine Füße? Oh ja, die sind lang. Ich bin hier niemals rechts durchgegangen, glaube ich. Also, du Texte ist offen, ja. Auch das noch. Trauerst du? Also, wo war Maikes Haus? Gehen wir mal hier rein. Mami, 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 hab Gott, Pokémon, guck mal, guck mal, guck mal. Gut, ich erwähne dich aus. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, so. Guck mal, ich hab Gott, was hast du? Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Und du versuchst das Ende zu finden. Wir haben 8 Orden, wir haben einen Gott-Pokémon gewonnen. Ich versuche das Ende zu finden, ja. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Und dann wieder ohne mich. Mit einer... Mit Finalfolge. Finalfolge, letzte... Ja, 5 Minuten, wie ich einfach nur über das Spiel rede. Nein. Nee, wie du das Ende suchst. Wie ich das Ende... Irgendwie muss ja noch was passieren. Mhm. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, danke dir. Immer gerne. Mhm, das waren jetzt 2 Stunden. Yeah. Länger. Das sind 3 Parts. Richtig. Das 2, wenn du großzügig bist. Es wird fun-fucking-tastisch, das zu schneiden. Und... Und durchzurennen, durch die Nudeln. Muhuhu. Hab ja morgen. Schön, dass du den nochmal zum Ende bringst. Hab ja morgen frei. Na, Gott sei Dank. Ja, aber jetzt kann ich kein Psychonauts mehr aufnehmen.
blöd. Mhm. Jetzt bin ich auch ganz schön traurig. Ja, gut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis irgendwann. Tschüss. Wiedersehen. Wir schauen. Reingehauen. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Tschö mit Ö. Ciao mit Au. Tschüss mit Üs. Richtig. Ist Origins übrigens. Kann man auch mal spielen. Okay. Möchtest du noch irgendwas sagen? Dinkel, Dinkel, Fiedel, Dumm. Zu viel rum bringt euch um. Macht's gut.